Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Geschichte der Abderiten. Nähere Nachrichten von dem Abderitischen Nationaltheater. Geschmack der Abderiten und Charakter des Nomophylax Gryllus. Als die Abderiten beschlossen hatten, ein stehendes Theater zu haben, wurde zugleich aus patriotischen Rücksichten festgesetzt, dass es ein Nationaltheater sein sollte. Da nun die Nation wenigstens dem größten Teil nach aus Abderiten bestund, so musste ihr Theater notfolglich ein abderitisches werden. Dies war natürlicherweise die erste und unheilbare Quelle allen Übels. Der Respekt, den die Abderiten für die heilige Stadt der Minerva als ihre vermeinte Mutter trugen, brachte es zwar mit sich, dass die Schauspiele der sämtlichen athenienzischen Dichter, nicht weil sie gut waren, denn das waren sie eben nicht immer, sondern weil sie von Athen kamen, in großem Ansehen bei ihnen stunden. Und anfangs konnte auch aus Mangel einer genugsamen Anzahl einheimischer Stücke beinahe nichts anderes gegeben werden. Allein eben deswegen hielt man, sowohl zur Ehre der Stadt und Republik Abdera als mancherlei anderer Vorteile wegen, für nötig, eine Komödien- und Tragödienfabrik in ihren eigenen Mitteln anzulegen und diese neue poetische Manufaktur, in welcher abderitischer Witz, abderitische Sentiments, abderitische Sitten und Torheiten als ebenso viele rohe Nationalprodukte zu eigenem Gebrauch dramatisch verarbeitet werden sollten, wie guten weisen Regenten und Patrioten zusteht, auf alle mögliche Art aufzumuntern. Dies auf Kosten des gemeinen Säckels zu bewerkstelligen, ging aus zwei Ursachen nicht wohl. Erstens, weil nicht viel drin war. Und zweitens, weil es damals noch nicht Mode war, die Zuschauer bezahlen zu lassen, sondern das Aerium die Unkosten des Theaters tragen musste und also ohne dies bei diesem neuen Artikel schon genug auszugeben hatte. Denn an eine neue Auflage auf die Bürgerschaft war vorderhand, und bis man wusste, wie viel Geschmack sie an dieser Lustbarkeit abgewinnen würde, nicht zu denken. Es blieb also kein ander Mittel, als die abderitischen Dichter auf Unkosten des Geschmacks gemeiner Stadt aufzumuntern. Das heißt, alle Waren, die sie gratis liefern würden, für gut zu nehmen. Nach dem alten Sprichwort, geschenktem Gaul sieh nicht ins Maul. Oder, wie es die Abderitinnen gaben, wo man umsonst isst, wird immer gut gekocht. Was Horaz zu seiner Zeit in Rom sagte, scribimus in docti, doctique poemata passim, galt nun von Abdera im superlativsten Grade. Weil es einem zum Verdienst angerechnet wurde, wenn er ein Schauspiel schrieb, und weil schlechterdings nichts dabei zu wagen war, so machte Tragödien, wer Atem genug hatte, ein paar Dutzend zusammengeraffte Gedanken in ebenso viel von Bombast strotzende Perioden aufzublasen. Und jeder platte Spaßmacher versuchte es, die Zwerchfelle der Abderiten, auf denen er sonst in Gesellschaft oder Weinhäusern getrommelt hatte, itzt auch einmal vom Theater herab zu bearbeiten. Diese patriotische Nachsicht gegen die Nationalprodukte hatte eine natürliche Folge, die das Übel zugleich vermehrte und fortdauernd machte. So ein gedankenleeres, windichtes, aufgeblasenes, ungezogenes, unwissendes und
aller Anstrengung unfähiges Völkchen es auch um die jungen Patrizier und Damiso von Abdera war, so ließ sich doch gar bald einer von ihnen, wir wissen nicht, ob von seinem Mädchen oder von seinem Schmarutzern oder auch von seinem eigenen angestammten Dünkel, weismachen, dass es nur an ihm liege, dramatische Efeukränze zu erwerben, so gut als jeder andere. Dieser erste Versuch wurde von einem so glänzenden Erfolg gekrönt, dass Blemmias, er ist ein Neffe des Archon Onolaus, ein Knabe von 17 Jahren und, was in der Familie der Onolaus nichts Ungewöhnliches war, ein notorisches Ganzhaupt. Ein unwiderstehliches Jucken in seinen Fingern fühlte, auch ein Bockspiel zu machen, wie man damals das Ding hieß, das wir itzt ein Trauerspiel zu schelten pflegen. Niemals, seitdem Abdera auf thrakischem Boden stund, hatte man ein dummeres Nationalprodukt gesehen. Aber der Verfasser war ein Neffe des Archon, und so konnte es ihm nicht fehlen. Der Schauplatz war so voll, dass die jungen Herren den schönen Abderitinnen auf dem Schoße sitzen mussten. Die gemeinen Leute standen einander auf den Schultern. Man hörte alle fünf Akte in unverwandter, dumm wartender Stille an. Man gähnte, seufzte, wischte die Stirn, rieb die Augen, hatte Langeweile und hörte zu, und wie nun endlich das lang erseufzte Ende kam, wurde so abscheulich geklatscht, dass etliche zartnervigte Muttersöhnchen das Gehör darüber verloren. Aber nun war's klar, dass es keine so große Kunst sein müsse, eine Tragödie zu machen, der junge Blemmias eine gemacht hatte. Jedermann konnte sich ohne große Unbescheidenheit ebenso viel zutrauen. Es wurde ein Familienehrenpunkt, dass jedes gute Haus wenigstens mit einem Sohn, Neffen, Schwager oder Vetter musste prangen können, der die Nationalschaubühne mit einer Komödie oder einem Bockspiel oder wenigstens mit einem Singspielchen beschenkt hatte. Wie groß dies Verdienst seinem inneren Gehalt nachher etwa sei, daran dachte niemand. Gutes, Mittelmäßiges und Elendes lief in einer Herde untereinander her. Es bedurfte, um ein schlechtes Stück zu schützen, keiner Kabale. Eine Höflichkeit war der anderen wert, und weil die Herden allseits Eselsöhrchen hatten, so konnte keinem auffallen, dem andern das Auriculas asini miderex habit zuzuflüstern. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Kunst bei dieser Toleranz nicht viel gewonnen haben werde. Ach, aber was kümmerte die Abderiten das Interesse der Kunst? Genug, dass es für die Ruhe ihrer Stadt und das allseitige Vergnügen der Interessenten zuträglicher war, dergleichen Dinge friedlich und schiedlich abzutun. »Da kann man sehen«, pflegte der Archon Onolaus zu sagen, »wie viel darauf ankommt, dass man ein Ding beim rechten Ende nimmt.« Das Komödienwesen, das zu Athen alle Augenblicke die garstigsten Händel anrichtet, ist zu Abdera ein Band des allgemein guten Vernehmens und der unschuldigste Zeitvertreib von der Welt. Man geht in die Komödie, man amüsiert sich auf die eine oder andere Art, entweder mit Zuhören oder mit seiner Nachbarin oder mit Träumen und Schlafen, wie es einem jeden beliebt. Dann wird geklatscht, jedermann geht zufrieden nach Hause und dann gute Nacht.
Wir sagten vorhin, die Abderiten hätten sich mit ihrem Theater so viel zu tun gemacht, dass sie in Gesellschaften beinahe von nichts als von der Komödie gesprochen. Und so verhielt sich's dann auch tatsächlich. Aber wenn sie von Theaterstücken und Vorstellungen und Schauspielern sprachen, so geschah es nicht, um etwa zu untersuchen, was daran in der Tat beifallswürdig gewesen sein möchte oder auch nicht. Denn ob sie sich ein Ding gefallen oder nicht gefallen lassen wollten, das hing ihrer Meinung nach lediglich von ihrem freien Willen ab. Und, wie gesagt, sie hatten nun einmal eine Art von schweigender Abrede miteinander getroffen, ihre einheimische dramatische Manufaktur aufzumuntern. »Man sieht doch recht augenscheinlich«, sagten sie, »was es auf sich hat, wenn die Künste in einem Orte aufgemuntert werden. Noch vor 20 Jahren hatten wir kaum 2 oder 3 Poeten, von denen, außer etwa an Geburtstagen und Hochzeiten, kein Mensch Notiz nahm. Jetzt, seit den 10 bis 12 Jahren, dass wir ein eigenes Theater haben, können wir schon über Stücke, groß und klein, ineinander gerechnet, aufweisen, die alle auf abderitischem Grund und Boden gewachsen sind. Wenn sie also von ihren Schauspielern schwatzten, so war es nur, um einander zu fragen, ob zum einen das gestrige Stück nicht schön gewesen sei und einander zu antworten, ja, es sei sehr schön gewesen. Und was die Aktrice, welche die Iphigenia oder Andromacha vorstellt, denn zu Abdera wurden die weiblichen Rollen von wirklichen Frauenzimmern gemacht, und das war mal eben nicht so abderitisch, für ein schönes neues Kleid angehabt hat. Und das gab dann Gelegenheit zu 1000 kleinen, interessanten Anmerkungen, Reden und Gegenreden über den Putz, die Stimme, den Anstand, den Gang, das Tragen des Kopfs und der Arme und 20 andere Dinge dieser Art, an denen Schauspielern und Schauspielerinnen. Mitunter sprach man auch wohl von dem Stücke selbst, sowohl von der Musik als von den Worten, wie sie die Poesie davon nannten. Das ist, ein jedes sagte, was ihm am besten oder am wenigsten gefallen hätte. Man hob die vorzüglich rührenden und erhabenen Stellen aus, tadelte auch wohl hier und da einen Ausdruck, ein allzu niedriges Wort oder ein Sentiment, das man übertrieben oder gar anstößig fand. Aber immer endigte sich die Kritik mit dem ewigen abderitischen Refrain, »Es bleibt doch immer ein schönes Stück« und hat viel Moral in sich, schöne Moral, pflegte der kurze, dicke Ratsherr hinzuzusetzen. Und immer traf sich's zu, dass die Stücke, die er ihrer schönen Moral wegen selig pries, gerade die elendsten waren. Man wird vielleicht denken, da die besonderen Ursachen, die man zu Abdera gehabt, alle einheimische Stücke ohne Rücksicht auf Verdienst und Würdigkeit aufzumuntern, bei Auswärtigen nicht stattgefunden. So hätte doch wenigstens die große Verschiedenheit der athenienischen Schauspieldichter und der Abstand eines Astydamas von einem Sophokles etwas dazu beitragen sollen, ihren Geschmack zu bilden und ihnen den Unterschied zwischen gut und schlecht, vortrefflich und mittelmäßig, besonders den mächtigen Unterschied zwischen natürlichem Beruf und bloßer Prätention und Nachäfferei, zwischen dem muntern, gleichen, aushaltenden Gang des wahren Meisters und dem Stelzenschritt oder dem Nachkeuchen, Nachhinken und Nachkriechen der Nachahmer anschaulich zu machen. Aber fürs Erste
ist der Geschmack eine Sache, die sich ohne natürliche Anlage, ohne eine gewisse Feinheit des Seelenorgans, womit man schmecken soll, durch keine Kunst noch Bildung erlangen lässt. Und wir haben gleich zu Anfang dieser Geschichte schon bemerkt, dass die Natur den Abderiten diese Anlage ganz versagt zu haben schien. Ihnen schmeckte alles. Man fand auf ihren Tischen die Meisterstücke des Genies und Witzes mit den Produkten der schalsten Köpfe, den Taglöhnerarbeiten der elendsten Pfuscher untereinander liegen. Man konnte ihnen in solchen Dingen weiß machen, was man wollte, und es war nichts leichter, als einem Abderiten die erhabenste Ode von Pindar für den ersten Versuch eines Anfängers und umgekehrt das sinnloseste Geschmier, wenn es nur den Zuschnitt eines Gesangs in Strophen und Antistrophen hatte, für ein Werk von Pindar zu geben. Daher war bei einem jeden neuen Stück, das ihnen zu Gesicht kam, immer die erste Frage, von wem? Und man hatte 100 Beispiele, dass sie gegen das vortrefflichste Werk gleichgültig geblieben waren, bis sie erfahren hatten, dass es einem berühmten Namen zugehörte. Dazu kam noch der Umstand, dass der Nomophylax Gryllus, Cynicus Sohn, der an der Errichtung des abderitischen Nationaltheaters den meisten Anteil gehabt hatte und der Oberaufseher über ihr ganzes Schauspiel war, Anspruch machte, ein großer Musikverständiger und der erste Komponist seiner Zeit zu sein. Ein Anspruch, wogegen die gefälligen Abderiten umso weniger einzuwenden hatten, weil er ein sehr popularer Herr war und weil seine ganze Kompositionskunst in einer kleinen Anzahl melodischer Formen oder Leisten bestund, welche zu allen Arten von Texten passen mussten und daher nichts leichter war, als seine Melodien zu singen und auswendig zu lernen. Die Eigenschaft, auf die sich Herr Gryllus am meisten zu gut war, war seine Behendigkeit im Komponieren. »Na, wie gefällt Ihnen meine Iphigenia? Hekuba, Alcestis oder was es sonsten war, hä?« »Oh, ganz vortrefflich, Herr Nomophylax. Gelt, das ist doch ein reiner Satz, fließende Melodie. Und wie lange, denken Sie, habe ich daran gemacht?« »Zählen Sie nach, zählen Sie ruhig nach. Heute haben wir den 13. Den 4. morgens um 5 Uhr, wissen Sie, ich bin früh, setze ich mich an mein Pult und fing an. Und gestern, punkto 10 Uhr Vormittag, mach ich den letzten Strich. Nun zählen Sie nach. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macht, wie Sie sehen, nicht volle 9 Tage.« Und darunter Ratstage sogar und 2 oder 3, wo ich zu Gaste gebeten war. Andere Geschäfte gar nicht mitgerechnet. Was? Was sagen Sie? Heißt das nicht fix gearbeitet? Ich sage es eben nicht, um mich zu rühmen, aber das getraue ich mir, wenn eine Wette gelte, dass mir kein Komponist im ganzen europäischen und asiatischen Griechenland bälder mit einem Stücke fertig werden soll als ich. Es ist nichts, aber es ist doch so seine eigene Gabe, die ich habe. Iphigenia, Hekuba und Alcestis herunterzuorgeln. Nun hatte dieser große Mann noch nebenher die kleine Schwachheit, dass er keine Musik gut finden konnte als, natürlich, seine eigene. Keiner von den besten Komponisten zu Athen, Theben, Korinth und so weiter, konnte es ihm zu Dank machen. Den berühmten Damon selbst, dessen gefällige, geistreiche und immer zu Herzen sprechende Art zu komponieren, außerhalb Abdera alles, was eine Seele hatte, zauberte, nannte er unter seinen Vertrauten nur den Bänkelsänger-Komponisten.
Bei dieser Art zu denken und vermöge der unendlichen Leichtigkeit, womit er seinen musikalischen Laich von sich gab, hatte er nun binnen wenig Jahren zu mehr als 60 Stücken von berühmten und unberühmten atheniensischen Schauspieldichtern die Musik gemacht. Denn die abderitischen Nationalprodukte überließ er meistens seinen Schülern und Nachahmern und begnügte sich bloß mit der Revision ihrer Arbeit. Freilich fiel seine Wahl, wie man denken kann, nicht immer auf die besten Stücke. Die Hälfte wenigstens waren bombastische Karikaturnachahmungen des Aeschylus oder abgeschmackte Possenspiele, Jahrmarktstücke, die von ihren Verfassern selbst bloß für die Belustigung des untersten Pöbels bestimmt waren. Aber genug. Der Nomophylax, ein Haupt der Stadt, hatte sie komponiert. Sie wurden also unendlich beklatscht, und wenn sie denn auch bei der öfteren Wiederholung mitunter gähnen und hojahlen mussten, dass die Kinnladen hätten auseinandergehen mögen, so versicherte man einander doch beim Hinausgehen sehr tröstlich, ach, es sei ein gar schönes Stück und gar eine schöne Musik gewesen. Und so vereinigte sich denn alles nicht nur gegen die Arten und Stufen des Schönen, sondern gegen den innern Unterschied des Vortrefflichen und Schlechten selbst. Bei diesen Griechen zenden Thrakiern jene mechanische Kaltsinnigkeit hervorzubringen, wodurch sie sich als durch einen festen Nationalcharakter von allen übrigen polisierten Völkern des Erdbodens auszeichneten. Eine Kaltsinnigkeit, die dadurch desto sonderbarer wurde, weil sie ihnen dem ungeachtet die Fähigkeit ließ, zuweilen von dem wirklich Schönen auf eine gar seltsame Art affiziert zu werden, wie man in kurzem aus einem merkwürdigen Beispiel ersehen soll. Sie hörten Geschichte der Abderiten. Nähere Nachrichten aus dem abderitischen Nationaltheater. Geschmack der Abderiten, Charakter des Nomophylax Grillus. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.